Wir arbeiten hier am Balbis Campus in der Grundlagenforschung mit einem Start-up-Unternehmen zusammen, Microdudes. Die produzieren Gumminoppen, ganz kleine im Mikrometermaßstab. Und mit diesen Gumminoppen versuchen wir jetzt zusammen mit dem Balgrist im Bereich der Knochenkrebsforschung voranzukommen. Knochenkrebs ist ein sehr invasiver Krebs, der in die Knochen hineinwächst und auch schnell metastasierend sich verteilen kann. Die These ist, dass schnell metastasierende Zellen sich viel leichter von diesen Gumminoppen ablösen bzw. die Gumminoppen nicht so fest verziehen kann. Dadurch weiß man, es ist ein aggressiver Krebs und man kann eine aggressive Therapie fahren oder muss eine aggressive Therapie fahren. Das Besondere am Campus ist, dass wir sehr nahe an der Klinik sind. Die Wege sind kurz. Wir kommen zu Zellen aus der Klinik oder zu Patientenmaterial, das man sonst nicht so einfach bekommt. Ein großer Pluspunkt ist sicher auch, dass wir hier Open Space Labor haben, das heißt ein großes Labor. Der Nachteil ist natürlich, der Lärmpegel ist sicher einiges höher, man lässt sich leichter ablenken, aber der Vorteil ist, dass die Interaktion mit den anderen Forschern viel eher stattfinden kann. Arbeit im Labor ist generell sehr spannend. Man hat immer Abwechslung, man sitzt teilweise länger am Computer, macht Literaturrecherche, dann kann ich aufstehen, ich mache wieder Experimente, die auch manuell teilweise sehr anspruchsvoll sind. Ja, das macht einfach Spaß.